Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Legolädchen an einem fantastischen Tag. Und ich möchte euch ein Modell zeigen. 76112 von 2018 aus der Batman-Serie, ganz genau. Und dieses ist das App-gesteuerte Batmobil, ganz genau. Eine neue Technik hat bei Lego Einzug gehalten und das sind die Lego-Powered-Up-Funktionen. Hier seht ihr die neue Batteriebox mit eingebautem Bluetooth-Empfänger und hier die zwei neuen M-Motoren. Es ist noch nicht wirklich geklärt, wissenschaftlich, ob es die gleichen M-Motoren sind, die es vorher auch gab, aber sie haben neue kleine Anschlüsse. Und diese neuen kleinen Anschlüsse geben einem nicht die Möglichkeit, das an die alte Batteriebox anzuschließen, sondern es wird dann hier hinten eingesteckt, kennt ihr vom Boost schon so das System. Drin sind 6 AAA-Batterien, ganz normale Sache, und nun können wir das mit dem Telefon fernsteuern oder mit dem Tablet. Es geht nicht mit einer Fernbedienung, die hier in der Kiste ist, denn in dieser Kiste ist keine Fernbedienung. Ich habe ein Aufbauvideo dazu gemacht, das poste ich entweder vorher oder nachher, es kommt auf jeden Fall. Da gehe ich noch ein bisschen mehr drauf ein und schwafel so ein bisschen darüber. Ganz kurze Sache, das Ding ist zu teuer. Ich weiß, das sage ich in letzter Zeit oft, aber was soll ich machen? Lego macht es in letzter Zeit auch oft falsch. Wenn man es vergleicht mit dem Lego Track Racer 42065, und man muss es damit vergleichen, denn es hat eigentlich die gleichen Funktionen, denn es ist kein Servomotor drin, sondern ein Motor lenkt diese Seite, der andere Motor lenkt diese Seite. Wie beim Kettenmobil. Das heißt, es ist keine ernsthafte Lenkung verbaut. Man vergleicht es mit dem Track Racer. Der kostet 80 Liste, das Ding kostet 100 Euro Liste. Der Track Racer hat 370 Teile, das Ding hat 320 Teile. Die Funktionen, die elektrischen, sind circa die gleichen. Zwei Motoren, ein Empfänger und Batteriebox. Hier ist halt Batteriebox und Empfänger in einem. Der Track Racer hat aber noch die Fernbedienung separat. So. Beim Track Racer 15 Euro für die Motoren, 25 für Batteriebox und Empfänger. Bist du bei 40, Fernbedienung noch dazu, bist du bei 50. Hier also bist du bei 40 bei einer Funktion. Das heißt, ihr zahlt 60 Euro für 300 Teile und eine Figur. Diese eine Figur möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich weiß, ich habe momentan mit dem Zoom ein Thema, aber da drin liegt ein Batman, glaubt's mir. Dazu gibt es ein bisschen Zubehörgeschnackel. Von den Teilen her ist, kurz zu erwähnen, dass das die Reifen, die ganz normalen sind aus der aktuellen Technikwelt, aber mit den Felgen zum Beispiel vom Ferrari F40 oder dem Aston Martin DB5. Dazu sind hier die großen Zahnräder verbaut. Die sind sehr, sehr schick. Gibt es aktuell ja auch beim großen Dragon Pit von Ninjago. Gab es beim Fairground Mixer. Gab es auch noch bei vielen älteren Sets da ganz häufig. Aber das sind die 3659. Und die 3658 sind hier die 24-zähnigen, die hier dazwischen setzen, die genau die Größe haben der Rutschkupplung. Ansonsten sind hier viele interessante Wedges angebracht und bei diesem Modell, viel wichtiger als bei anderen, möchte ich mein Hightech-Feature kurz nutzen, um euch zu zeigen, dass das Ding 18 cm lang ist, 15 cm breit und 10 cm hoch. Für ein 100er Liste gibt es im Angebot. Aber es ist ein Problem, weil das Ding ist, ich würde mal sagen, also die Power Functions haben 40 Euro im Wert. Die Teile vielleicht nochmal so 30 mit der Figur, also bis bei 70. Das Ding ist 30 Euro zu teuer. Lassen wir es 25 Euro zu teuer sein, weil die Batman-Figur so toll ist. Für 75 Euro am Markt ist das für einen Händler, vor allem für einen kleinen Nullgeschäft. Da tut ihr ihm keinen Gefallen. Guckt, dass ihr es bei einem der großen, kurz bevor sie komplett pleite gehen, dass ihr es dort für einen 60er oder so schießt, dann habt ihr ein ganz gutes Gefühl. Mehr ist es nicht wert eigentlich. Weil das müsste 75 Liste kosten, damit es alle für 60 anbieten können und ihr macht einen Schnapper mit 50 oder 45. Das wäre der Plan. So ist zu teuer. Ist nicht ganz gleich, aber ich habe es auch im Aufbauvideo gezeigt. Das kostet 120. 100. 120. 100. Also ich meine, das Ding passt hier in die Schaufel, dann ist es weg. Also ob hier Motoren drin sind oder nicht, also das, egal. Das ist ja noch alberner als der Bugatti für 370 eigentlich. Ähnlich albern. Oder die Star Wars Ungetüme, die es da aktuell gibt. Also ihr müsst Batman wirklich lieben. Ihr müsst sagen, ist mir völlig wurscht. Egal, wenn Batman draufsteht, kaufe ich es. Dann ist das ein Modell für euch. Oder ihr sagt, hey, das Design ist genau meins. Das damit, genau das ist es. Kleines Knubbelding. Das ist das Batmobil meiner Träume. Dann ist es auch für euch cool.
Ansonsten nicht, denn während ich das aufgebaut habe, habe ich nur ein paar Videos drüber gesehen, habe ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht, aber dann habe ich die App dazu benutzt und dann wusste ich, wer die Zielgruppe ist. Wir kommen noch dazu. Es bleibt ein bisschen Gerümpel übrig. Hier, das ist so eine Zubehörbox mit so neuen Batman-ähnlichen Teilen. Die wird es wahrscheinlich jetzt sehr oft im Markt geben. Die sind auch hier und hier und hier mal angesteckt und so. Die sollen der ganzen Sache hier hinten auch nochmal so einen dunkleren Look geben. Ich weiß es nicht, ein bisschen garstiger, cooler irgendwie aussehen. Es schockt mich nicht besonders. Beim Bau am meisten Spaß gemacht haben mich hier unten diese Technic-Brick-Rechtecke. Die fand ich cool. Und natürlich die großen Zahnräder. Der Rest sind wirklich hoch interessante Wedges und Wedgeplates. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil der Bau 300 Teile. Der ist für die Füße. Ich mache jetzt mal die Powered Up. Immerhin, sie ist kostenlos, die App. Man hätte auch 2,99 dafür nehmen können. Sie ist kostenlos und Powered Up startet. Bei Powered Up, ich habe auch schon das für die Züge natürlich installiert. Das zieht hier einfach dazu, das ist kein Problem. Die Startseite sieht dann so aus. Ich glaube, wenn ich nah rangehe, der zoomt aktuell. Irgendwas zoomt der nicht. Ich gehe dann auf Batman. Und jetzt habe ich hier die zwei Modi. Einmal langsam fahren, einmal Vollgas. Ich gehe mal auf langsam fahren. Jetzt verbindet er sich. Ich drücke mal drauf. Hat sich verbunden. Und jetzt sieht das so aus. Jetzt könnte ich hier die Geschwindigkeit regeln mit dem Hoch runter und dann will der auf einem Motor. Das könnt ihr auch für die andere Seite machen und dazwischen habt ihr diese drei Punkte für lustige Funktionen. Das Problem ist, man kann so ein bisschen fahren und dann so ein bisschen lenken, das geht prinzipiell, aber man kann hier immerhin langsam fahren oder schnell fahren. Man kann diese lustigen Wheelies machen, das geht, aber man kann jetzt nicht einfach so gemütlich rumfahren wie beim ferngesteuerten Auto. Gut, ihr flitzt also so ein bisschen hin und her. Dann gibt es diese drei Funktionen noch, die haben mich echt verblüfft beim ersten Versuch. Man drückt drauf. Der Sound kommt aus dem Gerät. Nicht verwirren lassen, hier ist gar nichts. Also der fährt. Macht seinen Wheelie. Ich habe das Gefühl, er fährt in irgendeine Richtung. Jetzt müsste eigentlich mal. Sekunde, der fährt zurück. Ich bin 30, 35 Jahre zu alt dafür, glaube ich. So, dann gehe ich nochmal auf den anderen Modus, dann verbindet er sich erst wieder neu, er sucht wieder das Gerät. Jetzt habe ich auch geschnaggelt, am Anfang habe ich gedacht, der installiert nochmal neu, weil am Anfang installiert er neu. Nicht verwirren lassen, wenn ihr das Ding habt und ihr startet die App, am Anfang kommt ein Bildschirm und erzählt er einfach sehr, sehr langsam die bis zu 100% hoch und er sagt euch aber nicht, was er tut. Connecting, Installing, irgendwas, er sagt nichts, wartet einfach. Aber es tut sich dann was, das scheint okay zu sein. Hier habt ihr jetzt diese Anzeige. Die hat nur noch Plus und Minus und wieder die drei Funktionen. Das Plus und Minus bedeutet also absolutes Vollgas. Jetzt ist gar nichts mehr mit mal irgendwie ruhig was machen oder so, sondern jetzt ist nur noch Vollstoff. Halt für den Wheelie vor allem. Ihr habt drei neue Funktionen, ich gehe sie mal kurz durch. Das macht ihr ernsthaft, also das alles. Guck. Ich weiß nicht, wann man das jemals benutzen kann. Dann hier Wheelie. Genau. Und das letzte war irgendwas Drehendes, glaube ich. Ich weiß auch nicht wozu. Und das war's. Weil die Steuerung, ich glaube nicht, dass damit jemand wirklich rumfährt. Über 6 Jahren oder 7. Also klar, man fährt mal, man kriegt das Ding neu, man nimmt es, flitzt mal ein bisschen rum, aber nach einer Minute ist gut, weil die Lenkung nicht funktioniert. Was will ich denn dann damit? Und der Widerstand ist zu hoch. Beim Track Tracer mit den Ketten ging es halt besser. Mit Reifen geht es halt nicht. Deswegen haben so Gefährte auch Ketten. Wenn das Ding wirklich günstig ist, kauft's. Dann könnt ihr nämlich die beiden neuen Motoren und die Batteriebox mit dem Bluetooth-Empfang gut nutzen. Dann jetzt kommt der Punkt. Ich rede ja schon oft davon, ich mach's mal hier alles aus, weil wem bringt das was? Ich rede ja oft davon, dass Lego unbedingt von diesem dusseligen Infrarotzeug weg muss. So, und hier kommt endlich die Bluetooth-Erlösung. Und dann knallen sie das in ein Batmobil rein. Bei den Superheroes. Warum macht man denn das? Was ist denn da die Entscheidungsidee gewesen? Das ist doch einfach doof.
Batman ist komplett gestorben, das Thema. Sowas von tot. Keiner will das mehr haben bei Lego. Das ist einfach so. Es gibt immer noch Batman-Fans. Aber es kam durch die Batman-Movie-Geschichten, durch die Batman-Movie-Minifiguren-Serie, durch die Batman-Movie 2-Minifiguren-Serie, kam so viel Zeug raus, dass Batman wirklich einfach nicht mehr geht. Und die Sachen sind nicht mehr cool. Es ist nicht mehr wie vor 5 Jahren, als Batman super war. Der Markt ist völlig überflutet. Das heißt, das ist kein Thema mehr, was man melken kann. Hätten die das bei Ninjago aktuell gemacht, hätte ich vielleicht sogar einen Sinn dahinter gesehen. Okay, also jetzt haben wir hier Batman, schwieriges Thema für jeden Händler aktuell. Dann kommt das neue Powered Up, alle freuen sich, knallst es hier rein, das Ding sieht so aus. Euch überlassen, ob ihr das gut oder schlecht findet, ist ja Geschmackssache. Und dann knallst du für 300 Teile und eine Figur 100 Euro Preisschild an die Box. Das ist nicht klug. Das ist einfach nicht klug. Das Ding ist der Turbo-Ladenhüter. Und ich finde das so schade. Da ist Bluetooth drin. Das ist das, was wir alle wollen. Man kann den Empfänger verstecken, wo du willst. Was machen sie? Sie packen den... Achso, habe ich euch das schon gezeigt? Ich glaube nicht. Warte mal, wie war das hier? Man kann den ausbauen. Warte mal ganz kurz. Ich zeige euch nochmal, dass man hier das hier wegnehmen kann. Das Dach, damit man hier den Batman ja drin sieht. Ich habe mich im Aufbauvideo darüber ausgelassen, ein bisschen detaillierter. Das ist super billig gebaut, weil hier einfach Löcher, Spalten drunter sind, wo du hier ins Cockpit durchgucken kannst, hier unter der Scheibe durch. Wo ist die Scheibe? Hier. Da sind Löcher, das ist einfach, da haben die Fliesen weggelassen. War kein Budget mehr da oder so. Keine Ahnung, es sind keine übrig geblieben. Also ich war mir ziemlich sicher, ich habe sie vergessen und war aber nö. Und ich meine, hier ist dieser Empfänger. Das ist die Box. Ja, der hätte ich auch einfach rot nehmen können. Der Gag ist ja bei Bluetooth, dass es eben nicht oben sein muss. Nicht sonst was. Aber wir müssen ja wieder die Batterien die ganze Zeit tauschen. Weil Lego hat es ja immer noch nicht geschafft, hier mal was Besseres zu machen. Das ist immer noch die gleiche Grütze in grün wie vorher. Und ich finde das so schade, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir haben jetzt Bluetooth, wir können die Sachen machen. Und dann haben sie es so umgesetzt. Das ist doppelt schade eigentlich dann, oder? Und jetzt ist noch der nächste Punkt. Wer macht Fernsteuerung und wer bastelt rum? Die Technik-Jungs. Es sind, und Mädels, aber die Technik-Käufer, die sind's. Nicht die Superhero-Käufer. Die Superhero-Käufer wollen die Sache cool haben. Die wollen schöne Figuren dabei haben. Die wollen das möglichst nah an der Comic- oder Filmvorlage haben. Die brauchen nicht ferngesteuert zum Rumfahren. Das ist nicht die Zielgruppe. Das ist sie einfach nicht. Wer entscheidet sowas? Hättest du mal lieber den Zeugs damit ausgestattet, damit das Zeugs irgendwas kann? Weil so, das ist das Drohnending, das wäre hier und dann hier mit dem Handy und dann gehst du rum, dann ist auch die Steuerung wurscht, dass das so wenig feinfühlig ist. Kannst damit die Schaufel hoch und runter machen und so, machst das Ding auf 150 Euro mit dem Gerümpel drin und es läuft. Wäre mal eine Idee gewesen. Ne, wir haben es hier reingeknallt. Die Technik-Sachen weiter, die alten Power-Functions. Powered Up kommt für die Superhero-Leute. Ich habe ihn bei mir nicht im Laden, weil was soll ich machen? Ich sage, mehr als 60 Euro solltet ihr auf keinen Fall zahlen. Dann habe ich ihn bei mir im Laden für 75 stehen. Was soll das denn werden? Ich kann nicht für günstiger anbieten. Ich kaufe das Ding für 60 netto ein. Wenn ich ihn für 75 hinstelle, dann kauft lieber bei mir ein 6-Euro-Paket, da verdiene ich mehr dran. Ist so schade, es ist so, die Ideen da, ja, und dann haben wir das Bluetooth und jetzt motzt er schon wieder, weil es sowas ist. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann euch nicht sagen, dass das Ding cool ist, ihr habt gerade gesehen, was das kann. Wie kann ich denn da sagen, dass das cool ist? Für 100 Euro. Also wie gesagt, kauft es einem kleinen Kerl. Der freut sich wie Bolle, sein Telefon macht Geräusche, vielleicht wird das gar nicht in Verbindung gesetzt, denkt er, das Ding macht das, coole Sache, läufst hinterher, läuft schon. Er ist halt aber auch nicht stabil genug, da fällt auch gerne mal was ab, also nicht wie beim Track Racer. Also wir müssen gucken. Ich hoffe, er wird irgendwann mal richtig irgendwo rausgeprügelt für 40 Euro oder sowas oder 35, wenn er gar nicht geht, dann kann man den ausschlachten, dann kommt man in den neuen Motor und den neuen Bluetooth-Empfänger, weil das ist ja cool, der Bluetooth-Empfänger ist doch cool. Das ist doch das Wichtige eigentlich. Gut, also wir haben es geklärt, das ist die Box, wenn ihr die seht, guckt, dass es günstig ist, schummelt ein anderer, nein, macht ihr nicht, nichts schummeln, brav sein. Und dann ist es okay. Vielleicht stelle ich mal in meinen Laden, dann können wir gemeinsam drüber lachen.
Mein Laden ist übrigens super. Der ist ganz, ganz klein. 2x2 Meter. Donnerstags, freitags und samstags ist er geöffnet. Kommt gerne mal vorbei. Wir müssen ein bisschen rotieren, gell? Denkt an die Rotation. Kleiner Laden, viele Leute. Ich hoffe, wir finden was Schönes für euch. Wenn ihr Ersatzteile und Figuren haben wollt, bestellt sie bitte vorher bei Bricklink, dass ich sie euch zurechtlegen kann. Dann kriegen wir das alles gut hin. Bis dahin macht euch eine tolle Zeit. Das ist wichtig. Macht was Schönes. Verbringt einen netten Tag. Besorgt euch für 100€ ein tolles Lego-Set. Setzt euch hin. Bastelt eine Runde. Denkt an was Schönes. Und dann kommt der Mann ins schöne Frankfurt am Main, verbringt ja einen netten Tag mit ein bisschen grüner Soße und Appleboy, gell? So machen wir das. Fantastisch wird's, eine schöne Zeit. Ich bringe es jetzt ins Schaufenster, dann habe ich es hier nicht mehr stehen. So machen wir's. Bis bald.